Digistore 24, was ist das eigentlich? Es gibt es schon seit vielen, vielen Jahren, aber es gibt immer wieder Leute, die fragen, was ist das, was gibt es da für Produkte, was hat es mit Affiliate-Marketing auf sich, wieso ist es auf Instagram, TikTok und Co. in aller Munde und wieso soll ich mich da anmelden und wieso kann ich da auch meine eigenen Kurse, Produkte etc. drüber verkaufen oder sogar Dienstleistungen drüber abwickeln als Art Treuhändler und wie hängt das mit Stripe, PayPal und sonst was zusammen? All das zeige ich euch jetzt in diesem Video und egal ob ihr Anwender seid, oder ob ihr entsprechend Affiliate seid oder ob ihr Vendor seid, das heißt, wenn ihr eigene Kurse oder Produkte oder Dienstleistungen darüber verkaufen möchtet, dieses Video ist genau richtig für euch, denn ich werde alles erklären zum Thema, was ist das? Und vor allem, ihr seht schon im Hintergrund die neue Oberfläche, die es seit ein paar Tagen gibt. Wir haben heute den 9. August 2024 und dieses Video ist also ganz, ganz aktuell, ist dieses neue Frontend. Und es gibt ganz, ganz, ganz viele neue Änderungen, die halt wirklich sehr, sehr positiv sind. Und ich werde euch auch noch Alternativen zeigen, wie ihr deutlich günstiger wegkommt und wie ihr vielleicht sogar besser eure Online-Kurse verkaufen könnt, unabhängig davon, ob ihr Affiliate seid. Denn was Affiliate bedeutet und wie das Ganze jetzt zusammenhängt, zeige ich euch jetzt in diesem Video. Erstmal mache ich mich hier klein, die schöne Frau im Hintergrund lächelt auch schon, denn Digistore24 ist seit Jahren der Anbieter für Europa, sage ich mal. Es wird auch teilweise weltweit genutzt und es gibt halt im Grunde genommen, Digistore war die Basis von allem und dann kam CopeCard. Kurz zu Digistore, was ist das allgemein? Digistore ist eigentlich ein Zahlungsabwickler und hat eine Plattform geschaffen, wo man entsprechend, das sieht man auch hier, wo man entsprechend Membership-Communities aufbaut. Community-Building ist ja jetzt extrem in aller Munde und es geht darum, letzten Endes auch Software, Plugins, Module, Software as a Service, heißt SaaS zu verkaufen, E-Books entsprechend oder auch physische Bücher, die versendet werden. Das heißt, ihr könnt im Grunde genommen wie bei einem eigenen Online-Shop alles verkaufen. Ihr könnt auch Event-Tickets verkaufen, zum Beispiel Dirk Kräuter ist ein sehr bekannter Coach, der das seit vielen, vielen Jahren für seine Produkte nutzt. Und der Hauptvorteil ist einfach, weil die so groß geworden sind, also Digistore24, habt ihr den Vorteil, dass wenn ihr dort eure Produkte in den Marktplatz, zeige ich gleich auch, als Vendor, das heißt als Anbieter hinterlegt, könnt ihr auch sagen, okay, freischalten auf Marktplatz und so viel Provision kriegt jeder Affiliate und könnt dann darüber halt auch automatisiert im Grunde genommen euer Produkt anbieten und Personen aus der ganzen Welt können dann eure Produkte vermarkten, wodurch ihr im Prinzip kostenfrei erstmal einen Vermarktungskanal habt. Natürlich gebt ihr dann, wenn ein Kauf entsteht, etwas ab als Produktanbieter, aber ihr habt den großen Vorteil, dass ihr sofort Affiliates bekommen könnt. Das Ganze ist super gut integriert mit zum Beispiel Digimember, zeige ich auch noch ganz kurz. Gibt es halt ein Modul, worüber ihr dann über WordPress auch das Ganze verbinden könnt mit eurer WordPress-Seite und könnt dann darüber halt auch im Mitgliederbereich entsprechend alles verkaufen. Man muss nicht immer Digimember nutzen, sondern es gibt auch andere Plugins, das aber nur kurz erwähnt. Das heißt, ihr könnt auch auf eurer eigenen Webseite Digistore integrieren oder ihr habt die vorgefertigten Landingpages und den Checkout-Prozess von Digistore, um eure Produkte, also Membership Communities, Software, E-Books, Downloads, Nahrungsergänzungsmittel, auch ja nicht ganz so populär, kann man natürlich nutzen, das heißt eigentlich alles an physischen Produkten, Events und Seminare. Und der Vorteil ist, wenn ihr Geld verdienen wollt, ohne eigene Produkte zu haben, könnt ihr einfach das als Affiliate nutzen. Und das Ganze über einen Login. Ich springe mal ganz kurz in mein Backend. Hier oben könnt ihr den auswählen, seid ihr Vendor, seid ihr Affiliate. Das heißt, mit einem Account könnt ihr beides nutzen. Ganz, ganz wichtig. Das heißt, Digistore wickelt für euch die Zahlungen ab. Das heißt, wenn ihr eigene Produkte, Dienstleistungen, Kurse etc. anbietet, macht Digistore für euch alles. Ihr könnt wirklich Kreditkarten, PayPal, SEPA, auch das ganze Rückverfahren, das heißt, wenn jemand eine Retoure hat oder wenn jemand halt das Produkt zurückgeben möchte, viele sagen 30 Tage Rückgaberecht, dann könnt ihr das darüber abwickeln. Bei digitalen Produkten, wo ich ja sofort einen Zugang bekomme, ist automatisch die Checkbox dann, wenn ich möchte, mit drin, dass ich das Widerrufsrecht nicht akzeptiere und dadurch entsprechend ja automatisiert der Kunde es nicht zurückgeben kann. Das heißt, Digistore kümmert sich um die gesamte Abwicklung und ich brauche nur
mein Business zu machen. Und das ist der Hauptvorteil. Ich muss mich um nichts anderes kümmern. Das Thema Mehrwertsteuerregelung etc. Wenn ich in andere Länder verkaufe oder wenn ich im Ausland sitze, aber nach Deutschland verkaufe, gibt es Mehrwertsteuerthematiken. Digistore macht alles für dich. Schick dir dann entsprechend eine saubere Abrechnung. Die kannst du auch in Datev importieren, LexOffice, Safdesk und. Und könnt darüber sehr, 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 sehr simpel an einem Ort wie in einer vorgefertigten Buchhaltung alles verwalten. Egal, ob ihr Affiliate seid oder halt auch Vendor, das muss ich mal betonen. Ein Login für alles und die Abrechnung ist über die Berichte entsprechend, über die Transaktionsübersichten sehr, sehr einfach. Das heißt, ihr automatisiert darüber auch die Prozesse, das heißt Rechnungserstellung, Produktauslieferung, Abonnementverwaltung, Steuerthematik, alles mit da drin und ihr habt vorgefertigte Verkaufsseiten als auch den Checkout-Prozess. Das heißt, wenn ihr entsprechend eure Produkte anbietet oder eine Community aufgebaut habt mit digitalen Produkten, wird Digistore alles für euch abwickeln. Das macht es halt sehr, sehr interessant. Ihr braucht euch um nichts zu kümmern. Ihr habt ein paar Anpassungsmöglichkeiten oder ihr seid die Profis schon und könnt es komplett invalisieren über so einen Drag-and-Drop-Builder, der es jetzt auch komplett neu erfunden hat mit diesem aktuellen Layout von Digistore. Und ihr habt dadurch, das ist den Hauptvorteil, dass ihr wirklich individuelle Produkte, Dienstleistungen etc. Ich kann es nur so oft betonen, wie es geht. Ihr könnt alles darüber verkaufen. Und das Ganze halt wirklich dann auch messen, Tracking integrieren. Ihr könnt alles auswerten, das ist alles da mit drin. Und ihr habt den Vorteil, ihr könnt weltweit verkaufen und müsst euch um das ganze Steuerthema bei digitalen als auch physischen Produkten, was ja total der Pain ist, wenn man in Deutschland sitzt oder in Europa sitzt, könnt ihr komplett sagen, ist mir egal, weil Digistore macht es für euch. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Viele von euch fragen auch immer nach dem Support. Oder wo kann ich eine Telefonnummer finden? Ich brauche Kundenservice. Ich muss jetzt mal Kontakt aufnehmen. Ich verlinke euch alles, wie immer, auch unter dem Video entsprechend. Und ihr könnt euch dann gerne auch über meinen Link bei Digistore anmelden. Falls ihr das noch nicht seid, würde ich mich sehr darüber freuen. Und ihr habt dann die Möglichkeit, hier Kontakt aufzunehmen. Und es gibt halt verschiedene Sachen. Einmal seid ihr entweder dieser Anbieter, oder ihr seid jemand, der bei Digistore gekauft habt und dann könnt ihr euch hierüber direkt mit dem Kundenkontakt, dem Kundensupport halt entsprechend, dem Kundenservice Kontakt aufnehmen. Die antworten innerhalb von meistens 24 Stunden. Ihr habt auch hier eine Service-Hotline, worüber ihr entsprechend mit denen kommunizieren könnt. Also ihr erreicht auf jeden Fall jemanden und ihr bekommt auch Feedback und in der Regel könnt ihr aber auch alles selber machen, das heißt Retouren etc. könnt ihr alles über den Link, den ihr bekommen habt mit der Bestellbestätigung, Achtung, guckt auch in eurem Spam-Folder, selbst abwickeln. Wenn ihr aber Hilfe braucht, schreibt dem Kundensupport oder halt ruft entsprechend auch dort an. Die Telefonnummer findet ihr hier und das Ganze habt ihr ansonsten über den Kontaktbereich auch nochmal, also info@digistore, ganz einfach.com, digistore24.com könnt ihr einfach entsprechend hinschreiben und die antworten euch dann sofort oder wie gesagt, hier habt ihr auch noch die Möglichkeit über Support etc. wahrscheinlich ein bisschen schneller eine Rückmeldung zu bekommen. Das zu dem Thema. Kommen wir mal zu dem Thema Preise, was ja auch ganz wichtig ist. Klicken wir hier oben Features und Preise, ganz aktuell. Es kommt natürlich darauf an, ob ihr Affiliate seid oder Verkäufer und könnt dann halt auch das ganze Thema Währungen, habe ich ganz vergessen zu sagen, natürlich auch mit beachten, weil Währungsumtausch zu aktuellen Wechselkursen etc. ist auch ein riesen Thema. Aber ich möchte ja meistens zum Beispiel in Euro ausgezahlt werden. Das heißt, es interessiert mich alles nicht. Ich will mein Geld bekommen, egal ob als Verkäufer, Vendor oder als Affiliate. Und dementsprechend kann ich das auch so hinterlegen. Bezahlmethoden hatte ich auch schon genannt. Klarna habe ich ganz vergessen zu sagen. Ist auch alles mit dabei. Und ihr habt wirklich die Möglichkeit, auch Ratenzahlung anzubieten. Was auch ein super Thema ist. Egal, ob ich jetzt Kunde bin oder Ersteller. Mit Versandkosten etc. Es wird auch alles mit abgewickelt. Und ihr habt wirklich den Hauptvorteil, dass ihr hier mit sehr gut arbeiten könnt. Schaut euch die ganze Funktion einfach mal an, wie gesagt, Link unter dem Video und wenn wir uns die Kosten anschauen, ist es halt wirklich so, dass man gucken muss, okay, für Verkäufer habe ich entsprechend erstmal, ich mache mich ein bisschen kleiner, so habe ich hier 7,9% plus 1 Euro pro Transaktion. Das klingt erstmal viel, aber man muss einfach sagen,
Es wird alles abgewickelt. Ich habe eine komplette Software, ich habe die Buchhaltung mit da drin, ich habe also wirklich alles mit da drin, den Checkout-Prozess für weltweit. Und dementsprechend rechnen wir mit 8% bis 400 Euro. Danach wird es günstiger. Da wird es nämlich nur 4,9%, wie hier unten zu sehen. Und da muss man einfach sagen, okay, das ist dann schon recht fair. Wenn ihr Bücher verkauft, habt ihr halt auch die 7,9%. Rechnet einfach immer mit 8% Margenverlust, aber dafür braucht ihr euch um nichts zu kümmern. Ganz wichtiger Punkt. Bei Vorkasse ist es sogar deutlich günstiger, weil natürlich PayPal, Klarna und Co. wollen auch was vom Kuchen abhaben. Und dementsprechend kommt auch hier diese fast 5% Preisunterschied zustande, plus eine Abwicklungsgebühr etc. Und dementsprechend ist das wirklich ein ganz fairer Preis. Rücklassschriften etc. seht ihr hier die Kosten. Und so habt ihr im Grunde genommen einen sehr, sehr einfachen Anteil an der Berechnung, Margenberechnung. Ihr seht auch hier, wenn ihr in den USA verkaufen möchtet, sind es auch 7,9%. Das heißt auch da relativ flexibel. Auch hier, wenn ihr über UK was versendet, immer 8% einfach rechnen, Punkt, Ende aus. Damit seid ihr eigentlich Pi mal Daumen immer gut dabei. Und habt wirklich auch eine Sicherung. Ich sehe gerade hier noch Download-Tresor. Das bedeutet zum Beispiel einfach, dass ihr darüber auch gesichert Downloads anbieten könnt, wo ein Download-Link nicht einfach irgendwo hingesendet werden kann. Was wollen wir ja nicht? Und dementsprechend wirklich sehr, sehr guter Punkt. Ich sage Daumen hoch auch dabei, weil es ist wirklich super. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man Downloads anbietet als Verkäufer, Vendor und die Leute diesen Link nachher weiterleiten. Kommen wir noch zum Thema Steuern, Provisionsberechnung. Auch ein wichtiger Punkt, das heißt Provisionsrechner wird oft gesucht. Ihr könnt also hier eure Sachen entsprechend hier eintragen und dann berechnen lassen und habt dann letzten Endes eure Marge mit dabei. Hier nochmal komplett erklärt, wie sich das zusammensetzt und wie schon eben gesagt, die 7,9% plus 1 Euro, Dollar, Pfund, wie auch immer, 8%, könnt ihr das halt hier entsprechend auch alles ausrechnen, was ihr als Affiliate oder als Vendor bekommen würdet, entsprechend hier einfach das mit einbeziehen. Sehr, sehr einfach im Grunde genommen und ich hoffe, damit konnte ich euch jetzt auch helfen, wo ihr die einzelnen Sachen findet. Links wie immer unter dem Video entsprechend. Und jetzt kommen wir noch zum Thema des Widerrufsrechts noch ganz kurz, weil Widerrufsrecht ist immer so ein Thema. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist halt, je nachdem, was ihr gekauft habt, müsst ihr halt einfach gucken, was ihr angekreuzt habt. So, ich gucke mal gerade, wie das Ganze zusammengesetzt ist, verlinke ich euch auch unter dem Video. Man muss einfach sagen, wenn ihr digitale Produkte kauft, so, da habt ihr eigentlich ein gesetzliches Widerrufsrecht von 14 Tagen. Man kann es auf 30 Tage erhöhen als Anbieter auf Digistore oder man kann auch sagen, ein Ausschluss, weil digitale Produkte, wenn ich mir einen Online-Kurs angeschaut habe, kann ich nicht nach 14 Tagen zurückgeben. Das ist ja komplett sinnfrei, weil ich habe es ja genutzt. Das ist wie getragene Unterwäsche zurückschicken, geht auch nicht. Dementsprechend gibt es dazu einen Ausschluss, den ich hinterlege, dass ich das explizit nicht machen möchte, das heißt kein Widerruf und dann kann ich auch ein digitales Produkt, egal ob die Qualität stimmt, erstmal nicht zurückgeben. Ich will das rechte Thema nicht zu sehr ausweiten, für mich eher so euch zu zeigen, wo könnt ihr euch einlesen, wenn ihr etwas gekauft habt bei Digistore oder auch wenn ihr etwas anbieten möchtet, müsst ihr euch so ein bisschen mit beschäftigen, weil ihr natürlich nicht unbedingt digitale Produkte zurückgeben wollt. Gerade auch E-Books oder so, macht gar keinen Sinn, dass jemand zurückgibt, weil er hat es gelesen oder er hat es sich runterkopiert und gibt es dann zurück, nur um ein paar Euro zu sparen, wollen wir nicht. Ich zeige euch noch gerade das Backend. Ich bin jetzt im Affiliate-Backend. Dann gibt es hier den Marktplatz, alle Angebote. Und dann seht ihr auch hier, könnt ihr euch ganz, ganz einfach hier auf Jetzt promoten klicken, verschiedene Sprachen etc. und könnt dann hingehen und einfach das promoten. Zum Beispiel Funnel Cockpit kennen auch viele. Dann gibt es auf die Affiliate-Support-Seite, wo ich mich einlesen kann und sehen kann, okay, was bietet mir das Ganze, wie sieht das Ganze aus, damit ich es auch einfach habe, ein Produkt zu vermarkten und kann halt hier sagen, Verkaufsseite, das ist meistens der Link, wo ich dann drauf geleitet werde. Das heißt, ich sehe auch dann, okay, aha, das muss ich vermarkten, mache solche YouTube-Videos, Blogartikel etc., so wie ich es ja auch mache, um dann eine Affiliate-Provision zu bekommen.
kommen. Ich sehe vorher auch schon ein paar Faktoren, wie oft wird das gekauft, wie ist die Conversion-Rate, wie ist die Retourenquote oder die Rückgabequote und. Und ihr habt die Möglichkeit hier sehr, sehr viel zu filtern, um vielleicht passende Produkte zu finden für euren Nischenbereich, was ihr entsprechend vermarkten möchtet. Und es gibt Affiliates, die machen hier teilweise 100.000 Euro im Monat mit nur dieser Vermarktung, haben natürlich Reichweite über Instagram, TikTok und Co. Aber man kann ja richtig viel Geld mitmachen, wenn man andere Produkte vermarktet. Meldet euch gerne unter dem Video über den Link bei Digistore an. Und dann könnt ihr auch selber hiermit Geld verdienen. Es gibt noch viele andere Punkte. Business Cockpit, wenn ihr weiter entsprechend was verkaufen möchtet. Das leitet euch sehr, sehr gut durch. Ihr seht auch hier, wie das alles aufgebaut ist. Berichte etc., was ich eben genannt habe. Ihr habt nachher einen Export. Ihr kriegt auch entsprechende Rechnungen natürlich per E-Mail zugesendet, wenn ihr etwas ausgezahlt bekommen habt und. Beim Vendor sieht es ein bisschen anders aus. Da kommen ein paar Punkte mit dazu, weil ihr habt natürlich die Möglichkeit, hier dann eure Produkte, Bestellformulare, Eingabefelder, Download-Tresor, Lieferscheine, Affiliates könnt ihr dann sehen, Auszahlungskonto, Steuerformulare etc. könnt ihr alles hier hinterlegen. Ist sehr, sehr einfach eingerichtet. Ich denke mal, wenn ihr das noch nie gemacht habt, maximum zwei Stunden braucht ihr, dann habt ihr das entsprechend hinterlegt und könnt mit euren eigenen Produkten an den Start gehen, egal ob digital oder physisch, hier bei Digistore als Vendor. Achtet einfach nur darauf, dass ihr oben auf Vendor seid. Das wird bei manchen verwechselt, beziehungsweise die Leute klicken nicht richtig und denken dann auch, wo ist der Menüpunkt hin. Einfach darauf achten. Es gibt übrigens auch eine App von Digistore24. Das heißt, darüber könnt ihr auch vieles verwalten, einsehen und von unterwegs aus aktiv sein. Dann gibt es einige, die fragen, Digistore oder Elopage. Der Vergleich hakt schon mal ein wenig. Das ist Elopage, weil Elopage ist nur dafür da, um im Prinzip online Sachen zu verkaufen. Ihr habt ähnlich die Sachen hier wie bei Digistore, was ich sagte, mit der gesicherten Abwicklung, aber es ist eigentlich dafür da, um online zu verkaufen. Dann sieht es auch hier, hatte ich auch noch nicht im Video, egal, Gesundheit, so weiter. Es geht halt um digitale Produkte, das heißt, physische Produkte kann ich hierüber gar nicht versenden. Macht also schon mal im Vergleich gar keinen richtigen Sinn. Ganz kurz, Elopage ist auch nicht günstig. Ich habe eine fixe Gebühr, die mich schon mal abschreckt, auch wenn es vielleicht nur 39 Euro sind. Natürlich habe ich hier eine komplette Kurssoftware etc. Kann man also auch nicht vergleichen. Aber ich habe dann auch noch mal entsprechend 7,5% bzw. 3,9% drauf. Das heißt, die verliere ich zusätzlich noch mal. Wer ein gutes Produkt hat, 39, 69 oder 129 Euro sollten egal sein. Aber ihr seht halt auch letztendlich in den Vergleichen, was so ein bisschen hier alles mit dabei ist. Also man kann es nicht vergleichen, ganz, ganz wichtig, weil bei Digistore braucht ihr im Grunde genommen für euer Produkt noch eine extra Webseite über WordPress oder andere CMS-Systeme, wo dann die Inhalte drauf sind. Das bietet Digistore so nicht direkt an. Deswegen kann man das nicht vergleichen. Elopage ist also, wenn ich Online-Kurse anbiete oder auch Downloads etc., Mitgliederbereiche oder E-Tickets für Events und Seminare, ist es eine coole Lösung. Link dazu auch unter dem Video. Aber ich zeige euch jetzt noch eine Alternative abschließend zu diesem Video. Geht mal immer auf AppZoom. Hier den entsprechenden Link packe ich euch auch unter dem Video rein. Klickt da drauf und ich zum Beispiel nutze für meine Sachen sehr gerne Online-Kurs-Host. Kostet einmalig lebenslang 99 Dollar und ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Sehr, sehr cool. Oder auch Forento habe ich auch schon genutzt. Gefällt mir nicht ganz so super, aber Online-Kurs-Host ist mega. Und es kommen auch immer mal wieder welche Sachen dazu. Das heißt, ein regelmäßiger Blick lohnt sich. Und ihr könnt das Ganze natürlich auch dann mit Digistore verbinden. Gar kein Problem. Und das macht es wirklich sehr viel Spaß. Der große Vorteil ist aber hierbei, ihr habt ein Affiliate-System mit dabei und ihr könnt, wenn ich es mal kurz draufklicke, das wirklich als Digistore-Alternative auch sehen, denn ihr habt die gesamte Abwicklung dabei. Ihr seht es auch hier, könnt eigene Kurse machen, unbegrenzt Kurse und ihr habt dann die gesamte Abwicklung dahinter. Und das Schöne ist, ihr zahlt keine extra Zahlungsgebühr und habt trotzdem die Möglichkeit über Stripe und PayPal das halt zu machen. Zahlt natürlich dann die Stripe- oder PayPal-Gebühr, aber ihr könnt unlimitiert letzten Endes was machen, was ihr wollt. Es ist wirklich Wahnsinn. Für mich viel, viel cooler für 99 Dollar einmalig und dann habt ihr einen super Aufbau. Habt natürlich fairerweise nicht den Marktplatz mit dabei von Digistore. Das heißt, für Affiliates ist es ein bisschen schwieriger. Hier ist auch ein Affiliate
System mit dabei. Hier steht es auch Run Your Own Affiliate Program, aber es ist natürlich nicht direkt mit Digistore zu vergleichen. Aber wenn ihr nicht unbedingt eure Produkte im Digistore Marktplatz listen möchtet, dann könnt ihr das hierüber viel, viel günstiger und viel, viel besser machen. Deswegen Link dazu unter dem Video. Und das soll es jetzt auch von mir gewesen sein zum Thema Digistore. Was ist das Digistore 24? Und für mich, war es das an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese kurze Erklärung. Das heißt, so kurz war sie gar nicht. Aber diese wichtige Erklärung für alle, die noch nie was von Digistore gehört haben. Was kostet es? Wie sind die Preise? Was bietet es mir? Und was kann ich alles damit machen? Es ist sehr, sehr gewachsen die letzten Jahre. Und ich sage oder ich nutze es sehr, sehr gerne. Es gibt noch Copecard als Alternative, aber Digistore ist einfach der Platzhirsch, um halt weltweit wirklich Sachen zu verkaufen mit automatisierter Abwicklung, egal ob physisch oder digitale Produkte. Auch E-Tickets darf ich nie vergessen. Und auch wenn ich hier sehe, Nahrungsergänzungsmittel, also physische Produkte, sind wirklich auch mittlerweile sehr, sehr gut darüber abzubilden. Das war's von mir an dieser Stelle. Hier noch ein paar Zahlen, die ihr im Hintergrund seht. Also wirklich sehr, 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 sehr leistungsstark. Und egal, ob ihr selber Produkte anbieten wollt oder als Affiliate starten möchtet, Digistore lohnt sich immer. Meldet euch an über meinen Link. Das war's von mir an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zusehen bis hierhin. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und ich sag mal bis zum nächsten Video. Und denkt dran, Umsatz kommt von Umsätzen. Macht das gerne mit Digistore oder auch den anderen gezeigten Tools. Und wenn ihr Fragen habt zum Thema Online-Marketing, wenn ihr eine Webseite habt, einen Online-Shop oder einen Online-Kurs habt und möchtet den vermarkten, braucht eine allgemeine Beratung mal oder habt einfach sonstige Fragen, dann meldet euch gerne bei mir unter www.florianibe.de. Dann freue ich mich, wenn ich euch gerne dann helfen kann, um an euer Ziel zu kommen. Und wie gesagt, nochmal am Ende, Umsatz kommt von Umsätzen. Das ist ganz, ganz wichtig, fehlt leider bei vielen, deswegen kann ich es nicht oft genug sagen und dementsprechend wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Umsetzen.